Ja, und damit nochmal willkommen zum Mega Man 4. Und da hat man es gerade nochmal gelesen. Ich glaube, das eine war der Prolog vom ersten Teil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt geht es allerdings um Dr. Kozak, der anscheinend 8 Roboter gebaut hat, um damit die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also diesmal nicht Dr. Wily. Na, ich weiß nicht. Gut. Und würde sagen, oh, da geht's schon los. Ich glaube, da kommt jetzt aber so ein... Ja, genau, das wollte ich nicht nochmal gucken. So, würde sagen, nochmal ganz viel Spaß bei Mega Man 4 und wir legen mal los. Ja, wir haben Ringman, Diveman, Skullman, Brightman, Dustman, Drillman, Toadman und Pharaoman. Auch hier weiß ich nicht mehr die hundertprozentige Reihenfolge, leider. Von so ein paar Bossen, ich weiß das immer so vom Gameboy noch ein bisschen, ne? Weil Gameboy habe ich ja auch alle Teile gespielt. Zumindest bis Teil 5, ich glaube 6 gab es dann auch nicht mehr. Da weiß ich so ein bisschen die Schwächen, aber ich weiß, dass auch NES teilweise auch die Schwächen ein bisschen anders noch waren. Aber hier würde ich auch sagen, fange ich auf jeden Fall mit Toadman an. Der ist nämlich eigentlich am einfachsten von allen. Boah, Toadman. Habe ich letztes Mal gegen Toadman gekämpft? Das ist auch wirklich schon wieder ein bisschen länger her, seit ich die alle gespielt habe. Ich habe es in den anderen Let's Plays auch schon gesagt. Bestimmt 3-4 Jahre her, seit ich letztes Mal Mega Man gespielt habe. Geile Neuerung gibt's. Wir können uns aufladen. Und zwar den Megabuster. Einmal so einen halb aufgeladenen Schuss, dann schießt er so eine Kugel ab. Oder wenn wir ihn ganz aufladen, sieht man auch gleich, wenn der Regen weg ist, noch ein bisschen besser, dann einen solchen aufgeladenen Power-Shoot. Shoot, ja. Shoot, natürlich. Shoot, ja. Shoot ist wahrscheinlich das, was ich hier spiele. So. Und weil man sieht, wenn man gegen den Regen springt, kann man nicht so weit springen. Wenn man mit dem Regen springt, dann kann man weiterspringen. Hui, so. Oh. Ach, da ging es gar nicht runter. Ups. Ich dachte, wir müssten da schon runter. Ja, das fängt ja schon gut an. Ach ja, ist das schön. Ach, Mega Man, ich hab dich vermisst. So, uiuiui, das war aber... Irgendwie hat der Aufladeschuss gerade nicht funktioniert. Das sollte eigentlich. Ah, der letzte trifft mich natürlich noch. Den letzten trifft der Vogel oder so ähnlich. So. Da muss man nämlich aufpassen. Da muss ich exakt springen, damit das funktioniert. Ja, ich habe auch schon mal besser gespielt, glaube ich. So, weil man hier nämlich gerade so rüberkommt nur. So, oje, oje. Eieiei. Da werden so kleine Absätze hier zu einem riesigen Abgrund. Um es mal dezent auszudrücken. So, es gibt hier keine Aufladekapsel für mich mal. Oh, kommt schon, Leute. Gebt mir doch mal was zum Aufladen. Ich müsste mal wieder meine Energie ein bisschen... So, da geht's aber jetzt runter, ja? Ja, Gott sei Dank. Endlich raus aus dem Regen. Meine Güte. So. Und rutschen geht natürlich auch noch, wie das früher auch so war. Beziehungsweise ab Teil 3 konnte man ja rutschen. Bei Teil 2 ging das noch nicht. So. Bleibt übrigens jetzt ab dem Spiel auch so, dass Mega Man sich aufladen kann. Das heißt, ab dem nächsten Teil haben wir dann, glaube ich, einen Hyper-Mega-Buster oder so. Und bei Teil 6 hat er auch die Möglichkeit, sich aufzuladen. Ich glaube, da bleibt es aber dabei, dass der hier so einen aufgeladenen Schuss wie in Teil 5 macht. Das ist dann so ein etwas, ja, dickerer Schuss einfach nur. So, aber was erzähle ich so viel? Ich will ja auch nicht so viel vorwegnehmen. Für die, die das Spiel vielleicht nicht kennen. Ah, die. Ja, da muss man, wenn die Augen öffnen, dann muss man schießen. Das Fiese ist nur, der kann auch mit den Augen auf uns schießen. So aufpassen, wenn er die, ja genau, gleich abmontiert, nämlich so. Ah, verdammt, das war natürlich blöd. Ja, aber so verhält er nicht aus. Ich glaube, 4 Schüsse waren das jetzt. 4 oder 5 aufgeladene Schüsse, dann ist der auch Vergangenheit. So, hoppala. Okay, ich hätte lieber was zum Aufladen gehabt, naja. Nun gut, nein. Nicht gut. Oh Gott. Oh Gott! Alter! Das ist aber fies gerade, weil ich nicht hochspringen kann. In dem Wasserfall kann ich nicht nach oben springen. Wie gemein ist das denn? Oh Mann. So, am besten... Ja, ja, genau. Oh, der ist schneller als der andere. Kam mir gerade so vor, als wäre der ein bisschen schneller. Gibt's denn hier nicht meine Aufladekapsel, Freunde? So, gehe ich oben lang oder unten? Ah, ich... Ja. Na, super. Ja, das war... Ah, ist das schön. Das war natürlich jetzt... Dass du nichts zum Aufladen kriegst zwischendurch. Ist ja der Hammer. Ich muss mich doch erstmal wieder an das Level gewöhnen. Ich habe das noch 3-4 Jahre nicht gespielt. Ach, Mann. Ist das gemein. Ich glaube, ich habe jetzt auch 0 Leben, oder? Bestimmt. Irgendwie sowas. Uah. Ja, natürlich, natürlich. Ah, verdammt. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist schneller als der andere, oder? Kommt mir das nur so vor, ja? Der zielt aber ganz gut, oder? Ja. Ah, jetzt kriegen wir noch. Komm.
Jawohl, so, das hat doch besser geklappt als eben. Wunderschön. So, jetzt hier aufpassen auf den Kollege Fischi Fischmann. Ah, so ist das also. Okay, alles klar. Einfach nur vor ihm bleiben, dann passiert hier auch nichts. Ja, wunderbar. Mensch, das sind ja Speedrunner-Qualitäten noch und nöcher hier, Alter. Er ist sonst nicht so von mir gewöhnt. Das ist so ein gutes Spiel, Alter. Was zur Hölle? Ah. Erste Level und schon mega Fail. Jetzt kann ich nochmal von vorne. Oh Mann. Ja, wie gesagt, es gibt auch bessere Spieler, die Mega Man spielen. Wenn ihr dich sehen wollt, schaut auch gerne mal auf diese Kanäle vorbei, wenn euch das hier nicht passt, wie ich das hier spiele. Ach, Mann. Aber, wie gesagt, wer die anderen Let's Plays von mir gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich recht gut in Mega Man bin. Muss mich halt hier auch mal wieder erst wieder dran gewöhnen. Muss auch sagen, dass Mega Man 4 wieder einer der, ja, etwas anspruchsvolleren Teile ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch vom Levelaufbau her und von den Schwierigkeiten der Gegner ist Mega Man 4 schon nicht mehr ganz so harmlos wie jetzt, ja, ich sag mal, Teil 2 war ja eher so Low-Bob-mäßig. Teil 1 brauchen wir nicht drüber reden. Teil 1 ist ja einer der schwierigeren Mega Man-Teile, wenn nicht sogar der schwierigste. Weil man da ja auch noch nichts kann. Also man kann nicht rutschen, man kann seinen Schuss nicht aufladen und. Von der Warte aus gesehen ist das hier schon wieder einer der etwas schwierigeren Teile. Finde ich zumindest. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier ein bisschen besser durchkommen. Hoppada. So, da ist noch eine Maus. So, da ist noch so ein Metroid. Ich nenne die immer Metroid, weil die sehen so aus. Wie so Metroids. Oh, da hätte ich auch mal Bock drauf, ne? Super Metroid oder so? Könnte man das... Soll man das mal spielen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Weil das habe ich nämlich noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde das eigentlich eins der geilsten NES oder SNES-Spiele, die es eigentlich gibt. Aber ich müsste es, wie gesagt, erstmal spielen. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Alter, was war das denn? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Das ist aber nicht nett. So. Komm, gib mir was zum Aufladen. Oh Mann. Was habe ich eigentlich? Ich habe den Coil. Ah ja. Ah ja, wunderbar. Auch nicht so unbedingt meine tollste Waffe. Ja, natürlich triffst du mich mit deinen Augen des Todes. Ah, das war zu früh. Ich zu früh gesprungen. So. Schon, das muss doch klappen hier. Ein Treffer noch. Ah, und ich auch noch einen Treffer und dann war es das. Ja, ich bin gleich tot. Meine Güte. Ist ja wohl nicht zu fassen. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsstelle hier. Oh Gott. Ja, was ist denn los heute? Boah, erste Folge gleich schon um und ich habe noch nicht mal den ersten Boss besiegt. Was soll denn das bitte? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dabei ist Toadman so ein einfacher Boss, ganz ehrlich. Der kann nichts. Der ist wirklich nicht schwer. Mein Gott, das Problem ist aber auch einfach, dass man hier sehr wenig Möglichkeiten bekommt, um sich aufzuladen. Dadurch habe ich immer schon so viel Energie verloren, wenn ich dann zur entsprechenden Stelle komme. Ah, das war aber knapp. Das war aber gerade mega, mega knapp. So, jetzt, wenn ich an der Stelle hier vorbei bin, ist eigentlich alles gut. So. Hier oben kommt ihr nämlich nicht hin. So, wie mache ich jetzt da? Am besten einfach rüberspringen, wa? Ah ja, genau. So. Das hier mal ein bisschen ausdünnen. Weil sonst kommen nämlich gleich immer mehr. So, jetzt also. Geht doch. Ach, hier wäre direkt der Boss gewesen. Na, ist ja wunderbar. Ach, so, der hat eigentlich nur ein Problem. Und zwar diesen Säureregen, den er macht. Ihr seht das gleich. Der kann nämlich wunderbar einen Bauchtanz. Gucken, ob ich ihn jetzt direkt treffe. Ja, ich treffe ihn sogar. Ansonsten hüpft er einfach nur durch die Gegend. Ist eigentlich so ein überdimensionaler Frosch einfach nur. Wenn ich ihn hier in diesem Bewegungsmuster halten kann, habe ich ihn eigentlich schon. Ja, ich glaube, ich kann ihn da drin halten. Schade, dann sehen wir gar nicht. Ja, ich würde euch gerne mal seine Attacke zeigen. Aber ich muss ein bisschen ranhalten jetzt gerade. Genau, wenn man ihn nämlich in diesem Muster hier... Oh, das war knapp. Festhält, wie ich ihn gerade habe, dann ist er ganz einfach. So. Jawohl, wunderbar. Normalerweise bleibt er stehen und wackelt mit dem Bauch und dann kommt so ein Regen. So ein Rain Flush heißt die Waffe. Vielleicht zeige ich das mal bei den Great Eight, aber jetzt gerade war es mir doch wichtig, den zu schaffen. Ganz ehrlich, weil das ist so ein einfacher Boss. Der macht einfach nicht so viel. Yeah, coole 3D-Animation. Yeah.
You've got Rain Flush. In einem schicken Grün. So, und natürlich You got Rush Marine. Ach, den gibt's hier auch noch? Den Rush Marine Adapter? Ich dachte, den gäbe es bei Teil 4 gar nicht mehr. Interessant. So, auch hier werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde... Da möchte ich gerade noch was zu sagen. 2 Sekunden. Und zwar, ich habe ja beim letzten Mal irgendwie gesagt, ich will nicht so viel Safe States machen, eigentlich gar keine. Und dann habe ich es doch gemacht. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich werde hier, wenn ich vor einem Boss bin, auch später beim Wily Castle oder beziehungsweise beim Corsair Castle, werde ich zwischenspeichern, damit ich nicht so viel schneiden muss. Das hat einfach die Gründe. Klar, wenn ich ein-, zweimal sterbe, werde ich es nicht rausschneiden, aber ich muss sonst immer wieder das ganze Level spielen. Und ich denke nicht, dass ihr das ewig sehen wollt. Ich möchte euch ja, wenn möglich, das fertige Ergebnis zeigen. Das heißt, werde immer vor dem Boss dann speichern kurz, auch wenn es dann kein Passwort gibt. Und sollte ich dann failen, dann schneide ich das entsprechend zusammen. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, das heißt, ich werde jetzt dann einmal natürlich zwischen den Bossen speichern, wie hier, und dann später beim Wily Castle auch nochmal vor jedem Zwischenboss, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber in den Leveln selber werde ich nicht speichern. Das werde ich auf keinen Fall, nur dass ihr Bescheid wisst. So, als nächstes mit dem Rain Flush besiegen wir Brightman, weil Brightman ist, ja, der ist so ein bisschen helle, ne? Also einer mit Strom. Und was könnte tödlicher sein für Strom als Wasser? Ja. Der hat nämlich eine Glühbirne auf dem Kopf. Das heißt nicht, dass er besonders helle ist, sondern... Ja, er möchte uns einfach nur erleuchten. Aber das möchte ich natürlich nicht. So, hier die... Genau, die machen wieder hell. Und die anderen Fliege-Ombels hier, die ihr gerade gesehen habt... die hier. Ja, die machen dunkel oder machen uns kaputt. Eins von beiden. So, und da war jetzt gerade ein Abgrund. Oh, das war nicht gut. Aber ich glaube, hier ist der Abgrund. Ich kann jetzt hier nicht drüber springen. Das ist gut. Ja, sehr schön. Wenn man natürlich vergisst, die anzuschießen, dann wird es nicht wieder hell. Und dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Ist das nicht schön? So viel Leben habe ich denn da? Schon mal gerade gucken. Wir haben ganze 0 Leben, das heißt, ich werde mich gerade mal in den Abgrund stürzen. Oder vielleicht können die uns auch killen. Ja, ich muss nämlich gerade mal, ja. Weil ich möchte doch gerne mit 2 Leben anfangen. Da kommt nämlich nachher eine wunderbare Stelle. Eine wunderbare Stelle, wo man ganz beschissen springen muss. Und es kann sein, dass wir das nicht zum ersten Mal schaffen. Von daher... Mache ich das lieber auf Nummer sicher und gebe 2 Leben hier hin. So, zack. Am besten immer so. Einmal den anschießen und dann den anderen. Und dann kann nichts passieren. Genau so. Ach, das war so ein Riesenloch. Ja, kein Wunder, dass ich da nicht rübergekommen bin. Kein Wunder. Ich bin da mit so einem kleinen Anlauf rübergehüpft. Das war natürlich nichts. Was ist denn? An den kann ich mich ja überhaupt nicht erinnern. Okay, an dich schon. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, ja, 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 ja. Oh, ist das schön. Oh, ist das gemein. Man muss dann direkt abspringen. Wie soll ich das denn machen? Was ist das denn? Oh, wie schaffe ich das? Wie soll ich das machen? Ich bin Rainflush, ja, aber ich glaube, so viel bringt er nicht, ne? Da muss ich jetzt aber mal gucken, wie ich das am besten mache. Das ist ja mega gemein. Weil er springt da zurück und wenn man da nicht aufpasst... Ja, dann kommt der andere und dann war es das. Das ist ja nicht so toll. Weil diese komischen Tomahawk oder Marterpfahle, nicht Tomahawk. Marterpfahle halten ja schon ein bisschen was aus, ne? Okay, okay. Ich probiere mal mit aufgeladenem Schuss und dann einfach volle Kanne Power geben, oder? So, jetzt müssen wir nämlich schon rüber. Uiuiui. Alter! Ah, nein! Was? Mit dem letzten? Was? Mit dem letzten bisschen kommt er noch da drauf. Ich glaub's ja nicht. Was stelle ich mich denn so schlecht an heute? Mit dem letzten Fitzel. Ich dachte, ich muss abspringen. Deswegen bin ich gesprungen. Oh Mann, ich kann das Level so von sowas noch gar nicht mehr. Aber wir kommen wieder rein. Macht euch keine Sorgen, das schaffen wir. Fehlen gehört beim Mega Man dazu. Hallo. Ah ja. Das gehört dazu. So. Sonst wäre es nicht Mega Man, sag ich ganz ehrlich. So. Warum? So, jetzt aber hier. So, und jetzt rüber und jetzt Vertrauen. Hab Vertrauen, mein Junge. Oh, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich glaube, der hat das nur geschafft, weil wir nicht auf ihm drauf gestanden haben. Das wird's gewesen sein. Was bist du denn? Und ich kann mich ja auch nicht so wirklich erinnern. Oh, und wir haben hier die Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen. Das ist auch neu. Ich glaube, das ist erst ab jedem Teil so. Dass man sogar andere... Weiß gar nicht...
Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das hier der Fall schon ist. Es gibt in Teil 5 oder 6 auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja, wie soll ich das sagen? Andere Levelwege zu gehen. Die sind dann kürzer oder länger oder je nachdem. Das ist immer ganz interessant. Ich glaube, das geht aber hier noch nicht. Bin ich ganz, ganz sicher gerade. Und je nachdem bekommt man dann noch mehr Items und, und. Das ist ganz interessant eigentlich. So. Dim, 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 dim. Entschuldigung. So, was ist da los? Wo geht's denn hier hin? Sollten wir hier lang gehen? Warte mal, ich weiß, was da kommt, glaube ich. Deswegen versuche ich es mal oben. Weil wenn ich nicht über diese Dinger muss, dann ist das schon mal ganz gut. Alli hopp. Alli hoppada. Jawohl. So. Was? Könntest du dich nicht entscheiden? Oh, oh. Boah, alter Schwede. Was? Jetzt wusste der gerade nicht, auf welchem er stehen bleiben soll. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt hier der leichtere Weg ist. Das kann natürlich sein. Alter, war das knapp. Hohohoho. Weil bei dem anderen... Scheiße. Ich bin leider nicht gerutscht gerade. Der Controller ist... Ich muss überlegen, ob ich nicht doch wieder mit dem NES-Controller spielen soll. Der ist irgendwie nicht so richtig. Weil bei dem anderen Weg wären wir, glaube ich, über diese Aufzüge gegangen, die ich gerade, die wir ganz kurz gesehen haben. Ah nein, hier müssen wir auch daher. Oh nein. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Vor allem, weil die hier nämlich runterfallen. Genau, deswegen hasse ich das. Weil die Grünen, die bleiben und die Roten fallen runter. Hm. Ach, ist das schön. Oh Mann, ich möchte doch wenigstens... Ja, nein, ich hätte eigentlich direkt weiter... Nein. Ah, verdammt. Moment. Ja, warte dann. Nein, ich möchte... Nein, ich möchte nicht beenden. Ach, schade. Jetzt habe ich den falschen Boss ausgewählt. Ich wollte eigentlich nicht Drillman machen. Oh, ich will nicht zu Drillman. Ich will nicht zu Drillman. Ich habe keine Waffe gegen den. Ich will nicht zu Drillman. Will nicht hin. Zu Drillman. Auch wenn die Musik gut ist. Alter, der hält so viel aus, ne? Wahnsinn. Ich probier's mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja hin. Ist halt mal ein unplanmäßiger anderer Boss, den wir jetzt nicht unbedingt mit seiner Waffe machen. Aber es macht nichts. Ich renne jetzt einfach mal hier durch. Mal gucken, was passiert. Dann gehen wir später zu Brightman. Auch nicht schlimm. So, ihr kleinen Bettens hier. Ihr seid... Ich glaube, Betten oder so heißen die, ne? Irgendwie sowas. Hoppada. Hoppada. Jawohl, rüber. So, das war gut gesteuert von mir. Wahnsinn. Kommt öfter mal vor. Naja, eher nicht so. So, das Leben ist mir egal. Da habe ich keinen Bock drauf. So, lieber Drillman. Ich weiß gar nicht mehr, was der so drauf hat. Ich glaube, der kann in den Boden rein. Irgendwie sich eingraben und so. Ich habe da so ein kleines Problem hinter mir. Ich muss mal weg. Ich muss mal ganz schnell weg. So.